gibt es nicht, das gibt es nicht. Das war Norbert Reinhold Hintermeier, das waren ja gesunde 30 Meter. Lops, das war Stocker. Und Dressel, kein Abseits, kein Abseits, Dressel gegen Müller. Ja, die Chance hat er. Junge, du hast die Chance. Yay! 2-0. Hoeneß und Rummenigge. Tolles Tor. Kopfballstaffette. Hoeneß, Rummenigge. Breitner jetzt unermüdlich. Er schafft, was das Zeug hält. Rummenigge. Das hat er ganz raffiniert gemacht. Und Tor. Das war Kraus zum 2:2. Aber die ganz große Idee kam von Rummenigge. 72. Spielminute. Tor. Breitner. Hoeneß ist da. Rummenigge ist da. Dremmler ist da. Hoeneß. Und Tor. Tor. 4:2 für den FC Bayern. Mit, schauen Sie, wie er triumphiert. Mit trotz seiner ernsthaften Stirnverletzung köpft Dieter Hoeneß knapp 2 Minuten vor Spielende das, wie ich meine, alles entscheidende Tor zum 4:3 für den FC Bayern. Wiederholung. 89 Minuten. Hoch kommt der Ball und ganz hoch rechts der Bayern mit dem Stürmer und hat noch die Kraft und die Übersicht, den Ball zu platzieren. Großartig.